So, weiter geht's. Jetzt gehen wir in. Ja, schauen wir uns zuerst. Oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt das Pokémon-Haus. Ich möchte jetzt zuerst ins Pokémon-Haus gehen, weil ich vermute, dass wir hier TM Server finden. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es einfach mal. Weil wir haben es ja in der Safari-Zone nicht gefunden. Vielleicht finden wir es ja stattdessen im. Ja, im Pokémon-Labor oder wie auch immer. Pokémon-Haus. Dim, 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 dim. Na, was ist es? Hm? Raichu. Ja, gutes Level. Ja, ist gut zum Trainieren eigentlich. Alduinia Junior braucht noch 5 Level für einen Dragoran. So, erstmal eine Paralyse und dann. Nachmacher. Hier, Drachenwut. Jetzt bin ich wütend auf dich. Hallo, Drachenwut. Ja, komm. So, hier, Drachenwut für dich. Zieht dir 40 KP ab. Und das gleiche nochmal. Perfekt. Ich glaube, es kann sein, dass beide. Also, wenn beide Pokémon paralysiert sind, ist es, glaube ich, so, dass. Dass sie gleich schnell sind. Ist aber nur eine Vermutung. Weil beide haben ja dann den niedrigsten Initiativwert. So, Raichu hätten wir in den Sand getreten. Und was kommt jetzt? Hier müsste ein Dieb sein. I can't get out. This old place is on big puzzle. So, ein Dieb. Der hat im Original einen Bologna, weiß ich. Ein Raichu, gegen das haben wir gerade gekämpft. Ah, Heuler. Zö. Das Raichu kann immer noch Heuler, ich glaub's nicht. Na ja, gut, zur Strafe wird es jetzt gedragon-aged. Okay. Ich hätte vielleicht eine Webcam reinbauen sollen in diesem Part. Naja, vielleicht mache ich es wieder im nächsten Part. Also im nächsten Part vielleicht wieder mit Webcam. Donnerstock. Okay, ja, jetzt wird es gekillt. Ich hoffe, es reicht für einen Kill. Ah, ganz knapp. Jetzt könnten wir es fangen, wenn es wild wäre, aber. Naja, komm, jetzt wird es zu Tode gerappt. Okay, wie viele Erfahrungspunkte braucht Aluine eigentlich noch? Elektro-Dude, das ist Elektroball. Ich glaube, ich lasse Aluine noch ein bisschen kämpfen. Ich schaue noch schnell, wie viele Erfahrungspunkte Aluine Junior bis zum nächsten Level braucht. 3810, okay. Ja. Gut, Elektroball ist sehr schnell, das heißt, ich muss es zuerst paralysieren. Ultraschall zieht 20 KP ab. Also ein bisschen schwächer, also ja, halb so stark wie Drachenwut. So, und jetzt werden wir über Drachenwut reden. Bitteschön. Haben eigentlich etwas, um die Paralyse zu heilen? Ich glaube zwar nicht, aber mal schauen. Einen Blick kann man ja schon drauf werfen. Max Potion, Great Ball. Wir hätten hier ein Full Restore. Das ist ein, ja. Top Genesung halt. So, jetzt kriegst du wieder für 20 KP abgezogen. Gleich haben wir es gekillt. Und Aluine Junior ist ein gutes Stück zum Dragoran näher gekommen. Ja, toll. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gemacht, muss ich sagen. Self-Destruct. Oh, gut. Hat noch ganz knapp überlebt. Jesus Maria. Oh no, my bag is. Was? Ach, egal. Okay, ich muss jetzt diesen Top. Genesung einsetzen. Halt gleichzeitig noch die Paralyse. So. Erstmal möchte ich mir die ganzen Trainer hier vornehmen. Damit wir schon mal die Trainer weg haben. Und schon wieder ein Raichu. Dabei gibt es hier doch eigentlich nur Feuer-Pokémon. Naja. Aber anscheinend gibt es hier viele Raichus. Hoffentlich kommt jetzt wieder keine Donnerwelle. Keine Donnerwelle? Ich hasse Donnerwelle.
gut, jetzt wirst du zu Tode gerappt, Alter. So. Alter, du wirst zu Tode gerappt. Diary February 6. Mew gave birth. We named a newborn Mewtwo. This place is like huge. So, hier ist Dieb Nummer 2, der müsste wohl Lohner haben. Verdammt, der hat einen Electek. Warum gibt es hier lauter Elektro-Pokémon? Ja, leck mich doch am Arsch. Donnerschlag. Die Attacke hat man ja noch nie gesehen. So, Donnerwelle und dann wird wieder gerappt. Dann zieht der Alduin Jr. wieder sein Mic raus. Und ja, dann rappt er Electek zu Tode, ist er. Level up für Alduin Jr., noch 4 Level bis zum Draboran. Und zum Hyperstrahl. Okay, hier gibt es 2 versteckte Items. Wo er sagt, eigentlich nur 1. Max Potion, jetzt haben. Nee, Quatsch. Quatsch. Max Revive, Top Genesung. So. Ach, wahrscheinlich wieder ein Raichu, oder? Natürlich. Also, wenn jetzt nicht bald was anderes kommt außer Raichus, dann werde ich hier langsam gelangweilt. Donnerwelle. Ich hasse Donnerwelle. Okay, Rap. Ja, jetzt können wir die Rap-Taktik nicht mehr so effektiv einsetzen. Weil beide Pokémon jetzt gleich schnell sind. Aber ich glaube, das scheint doch zu funktionieren. Na, Tatsache, hat sogar sehr gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Noch ein Raichu, also jetzt wird es langsam langweilig. Also komm, ich habe jetzt keine Lust mehr gegen dieses Raichu hier anzutreten. Ich hole jetzt Rex mit einem Schaufler raus. Grow. Oh so, hier den Dick. Das haben ihnen die Dick das beigebracht, diese Attacke. Oder eigentlich ich, aber ist ja egal. Okay, runter zum nächsten Stock. Oder zum, ja, vorherigen Stock, wie auch immer. Hier gibt es, glaube ich, auch noch ein Item. Wenn man die ganz regulär da lang geht. Jawohl, das müsste, glaube ich, so ein Vitamin-Item sein. Calcium. Erhöht den Spezialwert. Ich glaube, den gebe ich... Ich wollte ihn gerade PY geben. Wollte, weil du Störenfried. Nerven einen anderen Trainer. Jesse zum Beispiel. Okay, wo ist denn das Calcium? Hier. PY, wo ist PY? Hier. PY Special Rose. Ja, ich hätte vielleicht noch Satzenia gleich mitnehmen sollen. Naja, jetzt kann man nichts machen. Jetzt haben wir schon die Pokémon dabei. Und jetzt können wir nicht mehr zurück. Magnetilo. Elektro-Pokémon. Na gut, anscheinend gibt es hier statt Feuer-Pokémon Elektro-Pokémon. Weil das ist hier schon das dritte Elektro-Pokémon, was ich hier finde in diesem Haus. Das ist wahrscheinlich das neue Kraftwerk. Also gut, ich hole nochmal Rex mit dem Schaufler aus. Ja, wo ist denn der Rex? Ja, wo ist er denn? Ja, da ist der Rex. Da ist Magnetilo total überrascht jetzt gerade gewesen. Okay. Hier geht's nirgendwo lang. Verdammt. Noch ein Raichu. Also, ich mag keine Raichus langsam mehr. Ich hasse Raichu. Ist. Raichu ist. Scheiße. Raichu geht mir auf den Senkel. Auf den Senkel, yeah, auf den Senkel. Raichu, paralysiert meine Pokémon. Schaufler. Er gräbt sich unter und dann... Zack. Wie eine Feige. Wie ein feiges Tier. Gräbt er sich erst ein und dann überrascht er ihn von unten. Sowas machen nur echte Gangster.
Ich glaube, ich benenne Rex um in echter Gangster. Genau, das mache ich. Aber zuerst holen wir uns dieses Eisen, was da hinten ist. Iron! Iron! Iron, Iron! So, Eisen, Eisen, aus Eisen könnten wir uns ein Schwert machen. Ein Eisenschwert craften, ne? Aber das ist hier kein Minecraft, oder? Kein Minecraft. Ich vermisse langsam Minecraft. Habe ich schon seit wie viel Tagen nicht mehr Let's Played? Egal, zurück zum Spiel. Eisen erhöht die Verteidigung. Und zwar, welches Pokémon braucht eine Verteidigung? Protecti. Ich wollte es jetzt gerade Smogmog geben, aber Protecti geht auch. Okay, ach komm. Das ist ein anderes Pokémon, würde ich mich jetzt nicht aufregen. Aber es ist ein Raichu, also. Ich hasse Raichu, nix paralysieren, ich bin schon paralysiert. Lass mich fliehen, du Arsch. Lass mich fliehen, hallo. Was lässt mich jetzt fliehen? Ich bin ein Drache, du solltest dich vor mir fürchten. Also geht doch, er hat Angst und ist davon gerannt. Wie ein Weichei. Nicht ich war es, sondern es war in Wirklichkeit Raichu. Wollte war ich schon wieder. Na gut, freut mich. Immerhin kein Raichu. Oh, Level 50. Hätte schon längst ein Leckerball sein können. Aber naja, Explosion, scheiße. Okay, ich glaube, das war's mit Alolan Junior. Wir haben ja zum Glück ein Top. Oh, hat überlebt. Respekt. Na gut, dann muss ich es jetzt heilen. Und zwar. Na, ich kann es gleich in Elixier geben. Elixier und ich gebe es noch gleich ein Heil-Item und zwar. Max Potion. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass wir irgendwas finden, was die Paralyse heilt. Und sonst muss Alduin Junior hier ständig mit Paralyse kämpfen. Ein Team Rocket-Typ. Na, was geht? My Mantel once lived here. Hey, du Verräter. Ich bin vom Team Rocket auch. Forscher, na gut. Ein Team Rocket getarnter Forscher. Okay, ich greife an mit Donnerwelle. Und dann versuche ich wieder die Rap-Taktik zu verwenden. Diese Paralyse geht mir auf den Senkel. So, hier, jetzt bist du auch paralysiert. Jetzt weißt du, wie sich's anfühlt, paralysiert zu sein. I used to be a Pokémon like you, but then I took a Paralyse to the knee. Ah, komm! And Subasonics to the knee. Obwohl Alduin Junior gar kein Knie hat. Das heißt aber, greif an! Nicht selbst verletzen, angreifen! Soll ich wechseln? Ich glaube, ich wechsle. Ja, ich werde wechseln. Ich wechsle jetzt mal zu. PY. Muss ja auch mal ein bisschen Akzente setzen. Wir setzen PY so selten ein. Aber wenn wir es einsetzen, dann geht es auch richtig ab. So, Psychokinese. Tschüss. Und ich mach kurz Pause. So, hier bin ich wieder. Hab kurz gegessen. Ja, wo haben wir denn? Achso, wir waren bei diesem Scientist, Na, lass mal PY ein bisschen die ganze Arbeit machen. Damit Alduin ein bisschen Pause machen kann, ne? Wir sind hier ja nicht herzlos in diesem Spiel. Außerdem kann sich PY immer neu auffrischen und dieses Gebäude ist noch sehr groß. Und wenn man dann nach einigen Kämpfen dann geschwächte Pokémon hat, ist es dann sehr schlecht. Deswegen lasse ich jetzt PY ein bisschen ran. Außerdem kann PY noch ein bisschen leveln. Oh mein Gott, ich trinke mal schnell was. Moment. Okay. So. Achso, ja. Ich weiß nicht, geht's hier lang? Ja, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Nein, das ist der komplett falsche Weg. Sch-
Scheiße. Pikachu! Team Rocket wollte doch schon immer ein Pikachu haben, oder? Ach, wisst ihr was? Ich fang's einfach mal. Ach Quatsch, wir haben ja gar keine Bälle. Wie wollen wir es denn fangen können? Fell! Sternschau, seit wann kommt Pikachu Sternschau? Na gut. Ach, ein Mut. So, und jetzt würde ich einen Ball schmeißen, wenn ich einen Ball hätte. Ja, stimmt, Pikachu lernt mit Level 40 Donner. Shit. Ah, komm. Ah, zum Glück hat es nicht getroffen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen nochmal aus diesem Gebäude raus. Ich setze deswegen Schaufel ein und verpiss mich hier. So, tschüss Gebäude. Jetzt sind wieder die Schalter komplett wieder verwirrend aufgebaut. Und darauf habe ich keine Lust. Außerdem muss ich mir jetzt meinen Satzinia holen. Und unsere Pokémon müssen auch gleichzeitig heilen. Also schlagen wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Na Quatsch, was mache ich denn da? Hier, du wirst abgelegt. Forever. Forever abgelegt in the box. Und dann nehmen wir Satzinia mit. Frisäure. Okay, jetzt werden wir. Jetzt tun wir unsere Pokémon heilen. Genau. Okay. So, und jetzt entwickeln wir Alduino Junior. Es sind noch 4 Level. Es soll doch zu schaffen sein, oder? Theoretisch könnten wir jetzt auch unsere ganzen Sonderbomben verwenden und sie Draugenir geben. Aber das wäre ein bisschen, ja. Die brauchen wir noch für später in der Liga, die Sonderbonbons. Vor allem bei diesem Mac ist es besonders schwierig. Dann haben sie. Die haben bestimmt dann später in der Liga bestimmt schon Level 70 oder so. Und dann ist es sehr aufwendig, die Pokémon zu trainieren. Das heißt, die Sonderbonbons nehme ich mir noch auf. Und nein, ich kämpfe jetzt nicht mehr gegen dich. Hallo, hast du mir nicht zugehört? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du verdammtes. Jetzt lässt du mich nicht fliegen. Weißt du was? Ich sollte dich umbringen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So, jetzt wirst du getötet. Oh nein, jetzt. Weh, jetzt kommt noch eine Donnerwelle. Ich werde dich töten. Ich stech dir ein Messer in dein Gesicht und dann hörst du auf, so zu grinsen. Verdammtes Raichu. Ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Es soll leiden. Hier, Schaufler. Jetzt lasse ich Yanka Kakemoto mal ran. Der weiß, wie man foltert. So, so. Und jetzt, ja, genau. Nein. Jetzt hier, Schaufler. Sofort, Schaufler, hier, da. Schaufler, also geht doch. So, und jetzt, triff. Triff. Sehr schön. So, Raichu ist down. Ja, yeah. Okay. Genug hier, Yanka Kakemoto. Scheiße, jetzt haben wir 2 paralysierte Pokémon wegen dieser Scheiße gerade eben. Naja. Wo geht's denn da eigentlich lang? Wow, das ist echt super. Pikachu! Auf so zu schauen. Mit deinen schwarzen Augen. Er hat eine schwarze Seele und schwarze Augen, seht ihr das? Und es lässt uns nicht fliehen. Warum lassen die uns nicht fliehen? Das ist ein Dragonier, die sollten Angst vor einem Dragonier haben. Dragonier ist 30 Meter groß. Na gut, ich übertreibe, sag mal 7 Meter. Glaube ich zumindest, ich glaube der Eintrag ist 7 Meter. Natürlich lässt es mich nicht fliehen, weil es ein Raichu ist. Also wisst ihr was? Ich kämpfe jetzt gegen das verfickte Raichu hier. Wir müssen unser Dragonier entwickeln. Dick. Natürlich, Fernwurf. Jetzt ist aber gut. Ich weiß, dass du paralysiert bist. Das musst du mir jetzt nicht sagen. Hallo, schon dran hintereinander.
Was für ein Pech. Viermal hintereinander, das gibt's doch nicht. Also, jetzt ist es nicht mehr lustig. Fünfmal hintereinander Paralyse, also. Pff, sowas hatte ich ja noch nie, muss ich sagen. Fünfmal Paralyse. Ich glaube, das hat man schon mal in einem Part gehabt, dass ein Pokémon fünfmal ausgesetzt hat oder mehr sogar. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war im Schwarz-Let's Play, kann das sein? Naja, keine Ahnung. Hallo, hier ist noch ein Rocket. Pikachu! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Schau mich nicht so an. Du machst mir Angst. You have been trying only to fix this. Okay, Herr Team Rocket, getarnter Forscher. Oh, Schleimock. Na. Slimock. Früher habe ich Slimock gesagt. Slimock. Heißt es, glaube ich, auch im Original. Heißt es, glaube ich, auch richtig, aber ich sag Schleimock. Schleimock. Oder sagt man Slimock oder Schleimock? Weiß ich gar nicht. Schlammbart. Okay, ich nehme jetzt Pivai und setze ihn mit einer Psychokinese außer Gefecht. Schau, Slimock. Slimer, verdammter Slimer. Nein, es ist kein Slimer, es ist ein Slimock. Aber es ist ein Schleimer, versteht's auch nicht, ein Schleimer. Irgendwie hat er dieselben Pokémon wie im Originalen. Bloß, dass er statt ein Smogmog ein Slimock hat. Psybeam. Und tschüss. Ah, Level für Pivai. Gut, gut. So, Autsch. Ja, Autsch. Und hier ist noch ein Item. Warte, ich glaube, ich weiß, was das für ein Item ist. Das müsste wieder ein Vitamin-Item sein, vermute ich mal. Ich glaube, das ist ein Protein. Verdammt, Carbons. Erhöht die Initiative. Nein, nicht das, sondern das da. Welches Pokémon braucht eine Initiative? PY. So, hier geht's raus. Moment. Ach, verdammt, dieses Pokémon hat mir meine Erklärung versaut. Raichu schon wieder. Tschüss, Rai. War ja klar. Das war ja sowas von klar, dass mich nicht fliehen lässt. Lass mich fliehen, du Arsch. So. Oh, es geht ja tatsächlich schon raus. Ich hätte einen Topschutz kaufen sollen. Ich habe jetzt nicht die ganzen Viecher am Hals. Ist genau wie Mücken. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo im Wald seid oder so und euch die Viecher dann angreifen, dann kauft euch einen Mückenschutz. So ist es auch hier im Pokémon. Wenn ihr es nicht mögt, dass Pokémon euch angreifen, kauft euch einen Topschutz. Okay, gehen wir hier lang, hier geht's so lang. Ich kenne hier den Weg, es ist ja wie im Originalen auch. Raichu! Blöde Kuh, lass mich fliehen, du! Ich glaube, ich setze Pivai an erster Stelle, dann kann man immer fliehen. Lass mich fliehen, du Arschloch, ich hasse dich, Raichu! Pivai, ich hole Pivai jetzt raus und setze es dann später nach dem Kampf an erste Stelle, damit wir jetzt die ganzen Kämpfe hier überspringen müssen und nicht ständig kämpfen müssen. Natürlich, jetzt hat man drittes paralysiertes Pokémon, wie toll, ich mag Paralyse. So, hier. Das war für die Psychokinese. Für die Donnerwelle. So, und jetzt kommt das, was ich schon längst hätte machen sollen. Ich setze Pivai an erste Stelle. Eigentlich wollte ich mir Alduin trainieren, aber bei diesen Pokémon, die uns nicht fliehen lassen. Naja, was soll man da machen? Hier ist noch ein Dieb. Oh no, where am I now? Du bist im Pokémon-Haus.
Vogler. Oh, Galopper. Im Original hat der ein Magma. Psychedese. Bodycheck. Na gut, ist nicht so besonders stark. Okay, es war ein bisschen stärker, als ich dachte. Aber es macht nichts. Wir haben Genesung. Ich sollte jetzt Genesung früh einsetzen, weil unser PY paralysiert ist. Das ist sicherheitshalber so. Eigentlich hätte ich jetzt noch ein paar Attacken warten können, bis ich Genesung einsetzen konnte. Könnte. Ach, egal. Komm, mein Deutsch ist voll für den Arsch. Aber da es paralysiert ist, kann es ja sein, dass es manchmal aussetzen tut. Deswegen habe ich Genesung jetzt sofort eingesetzt. Und Galopper mit Psy-Strahl gekillt. So, was kommt jetzt? Magma. Ah ja, okay. Ich wusste, dass der Magma hat. Keine Ahnung warum. Weil ich das Spiel schon 100 Mal durchgespielt habe. Zumindest das Originalspiel. Und ich das sogar blind durchspielen könnte. Also wirklich so blind. So, Magma geht's. Verdammt. Jetzt aber. Das ist Paralyse. Ich hasse Paralyse. Die machen mich ganz paranoid. Tschüss, Magma. James defeated Book Deep. Ja, Deep. So, warte, ich komme drauf, was das für ein Item ist. Das ist ein Themen, glaube ich. Das müsste Blizzard sein. Themen 14. Blizzard oder Solarstrahl? Ich schätze, es ist Blizzard. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich habe so viel Warcraft gespielt, deswegen weiß ich, dass das Blizzard ist. Blizzard war in einem Moveset drin, aber ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, ich muss kurz nachschauen. Moment. Lol, Blizzard steht in kein Moveset drin. Also steht nicht in unserem Moveset drin. Nicht einmal für Protecti. Protecti hat andere Attacken geplant. Na ja, gut, dann lassen wir Blizzard mal bei uns in der Tasche drin. Und gefällt es dir, mich anzugreifen, Raichu? Ich setze Genesung ein und dann verpisse ich mich. Ja, genau, heul mich ruhig an. So, jetzt ist es geheilt und jetzt verpisse ich mich. Oh, war ja klar. War ja klar, dass die mich nicht fliehen lassen. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein, lass mich. Hallo? Lass mich fliehen, du Arsch. Also geht doch. 3 Schritte waren das jetzt, glaube ich. Blitzer. Ja, freut mich. Endlich mal was anderes. Aber egal, tschüss. Blitzer ist schon ein cooles Pokémon. Aber ich habe keine Lust gegen Blitzer zu kämpfen. Was? Porenta? Was sucht hier ein Porenta? Du hast dich verlaufen. Die Route 1 ist woanders. Schlitzer? Volltreffer? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Diese wilden Pokémon sind echt sehr, sehr nervig. Ich werde froh sein, wenn ich diesen Part beende. Ich wollte doch nur dieses Item hier. Und dann taucht hier ein scheiß Porenta auf. Oje, oje. Naja. Was ist jetzt schon wieder los? Raichu, du musst doch schon gelernt haben, dass ich nicht gegen dich kämpfen möchte. Hm, mit Austausch. Ah, tut mir leid. Na, wenn ich Austausch einsetze, lassen sie uns fliehen. Ist klar. So, dann ist der letzte Trainer hier. This place is ideal for lab. Oh, der hat zum Glück nur 2 Pokémon. Elektroball. Naja gut, ich weiß, dass Elektroball keine Elektroattacke kann. Das heißt, ich kann hier ruhig mit Protecti kämpfen. Eisstrahl. Und noch mit Eisstrahl. Das setze ich die ganze Zeit ein. Irgendwann müsste er angefroren sein. Da haben wir tiefgefrorenen
Egal, jetzt kennt sich's eh. Zieht Protecti nicht allzu viel ab. Los, komm jetzt, Elektra-Bass, was ist denn das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Achso, Elektrik. Elektrik kann Elektro-Attacken, ich hätte wechseln sollen. Lassen wir für Säure mal ein bisschen was machen. So, Frisori, hier ein neuer Kunde für dich. Verpasse mal gleich eine neue Frisur. Ah, sogar ein Volltreffer. Na gut, ist fast immer Volltreffer. So, seine neue Frisur ist fertig. Und der Kunde kann gehen. Das macht 15 Euro. Okay, Scientist ist down. Der letzte Trainer hier. Zum Glück. So, diesen Schalter müssen wir hier auch noch aktivieren. Of course! Da, das müssten Sonderbomben sein! Du, warum nervst du mich? Du bist doch schwach. Okay, dein Level ist ganz okay. Ganz okay. Aber du bist schwach, weil du nicht entwickelt bist. Also. Sag ich doch, Sonderbomben. Brauchen wir für später. Nein, Porenta. Wisst ihr was? Eisstrahl und tschüss. Also sag ich doch, Eisstrahl und tschüss. So, das müsste jetzt Solarstrahl sein. Verdammt. Was schmeißen wir denn ab? Diesen Aufwecker, wir haben ja die Pokéflöte, da brauchen wir keinen Aufwecker. So, TM22 ist Solarstrahl, das bringen wir jetzt an Zinn dabei, du steht in dem Moveset drin. Hotfreeze Royal Cantle and more attend fear move delete an otter move to marke room for solar BM BM. Which morph is should be forgotten. Asset. So. Ich glaube, damit kann Frühsäure alle Attacken. Ich geh nochmal kontrollieren. Yep, das Attacken-Moveset für Sanzenia ist fertig. Das ist Rasierblatt, Solarstrahl, Wickel und Stachelspore. Und hier finden wir den Fragezeichenöffner oder Achimpas, okay. Und jetzt verlassen wir dieses Haus mit Schaufler. Boah, das war jetzt eine Expedition, unglaublich. Schnauze, okay. So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen hier die TM-Server finden in dieser Safari-Zone. Das machen wir allerdings im nächsten Part. Und ich mache hier Schluss, dann holen wir uns im nächsten Part Surfer und ja, dann geht's weiter. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!